Hallihallo, Hallöchen, recht herzlich willkommen zurück zum Let's Play von OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute mal wieder in Berlin und zwar auf der Linie 100. Da sind wir ja schon vor einer Weile mal eine kleine Runde drauf gefahren und haben uns das Ganze schon mal vorab angeschaut. Jetzt ist die Map veröffentlicht und ihr könnt euch das Ganze in der Webdisk runterladen und selber spielen. Natürlich gibt es dann auch die Sachen wie Fahrplan und sowas dazu. Das heißt, wir haben auf jeden Fall nochmal ein Delta zum letzten Mal. Genau, da fährt auch schon ein Kollege einmal rum. Wir fahren heute tatsächlich nochmal den C2, weil der irgendwie auch ganz gut auf die Linie passt. Ich musste mich dann nochmal hart entscheiden, ob ich jetzt den Doppeldecker fahre oder den C2. Wir haben den C2 entschieden. Und jo, dann fahren wir einmal A die andere Richtung und B halt eben, wie gesagt, einmal den fertigen Stand. Ansonsten habe ich mich für den Frühling entschieden, was selten ist. Sie, aber ich habe Screenshots gesehen mit den teilweise farbigen Bäumen und ich fand das klasse, die so schön blühen. Und da natürlich auch bald der Frühling ansteht, je nachdem, wo ihr gerade seid, ist er vielleicht sogar auch schon da. Das weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall Wetter noch absolut, nennen wir es mal Übergangsphase. Ja, Übergangsphase trifft es aber, glaube ich, ganz gut. Genau, von daher ist das halt eh so zwischendrin. So, wir haben mal ein bisschen hier Licht im Innenraum, allerdings nicht bis hier vorne. Dann mal ein bisschen hier. Dann hätte ich hier gesagt, machen wir Start, legen wir das Kärtchen drauf. 9999. So. Dann sind wir die 100.01. Und jetzt, Jibbit, was, bevor ich jetzt hier auf Start drücke, noch was zu sage, beziehungsweise es ist heute mal eigentlich ganz positiv, denn ich kann mal so ein bisschen meinen Mund heute halten. Das freut vielleicht den einen oder die andere von euch. Denn es gibt einen, es wird Tutorial-Modus genannt, ich würde es jetzt auch irgendwie so als Stadtrundfahrt bezeichnen. Und zwar lassen wir heute einfach mal ein klein wenig den Ersteller der Karte zu Wort kommen. Sonst habe ich immer noch relativ viel Wortanteil hier auf dem Kanal. Ich weiß gar nicht, wie das kommt, aber genau, man kann einfach die andere Hofdatei auswählen, die ist jetzt hier beim C2 tatsächlich nicht mit drin, aber bei den anderen Bussen teilweise. Hier heißt dann einfach Berlin Mitte Tutorial und was ihr dann habt, sind Ansagen aus einem anderen Ordner und das sind so ein paar ja, Snippets, die so ein bisschen was über die Karte erzählen. Ich bin da selber mal gespannt, was da alles so erzählt wird, bis auf mal den ganz kleinen Test vorher habe ich auch noch nicht wirklich was davon gehört und deswegen hätte ich gesagt, ja, lassen wir das Ganze doch einfach mal ablaufen und einmal Hallo sagen, hätte ich gesagt. Hallo und herzlich willkommen auf Version 1 meiner Karte Berlins berühmte 100. Ich bin Busfahrer 1991 und werde dich heute auf deiner ersten Fahrt über diese neue Map begleiten. Im Moment stehen wir am Pausenplatz Herzallee. Hier treffen sich tagsüber 12 Linien aus allen Richtungen. Auf dieser Map werden aber nicht alle Linien dargestellt, da es sonst sicherlich zu FPS-Problemen kommen würde. Überhaupt ist es aktuell sehr ruhig hier, findest du nicht? Das liegt daran, dass in Version 1 nur die Linie 100 existiert. Weitere Linien werden in den nächsten Versionen hinzukommen und das Spielerlebnis und Verkehrsaufkommen Stück für Stück erweitern. Aber nun fahren wir los, links herum heraus in Richtung Starthaltestelle Herzallee. Dort angekommen, betätige bitte wieder die Haltestellenfortschaltung und warte auf meine Anweisungen. Genau so machen wir das und lassen uns heute, wie gesagt, ein kleines bisschen was erzählen. So an jeder Haltestelle ein kleines bisschen was über die Map und über die Sehenswürdigkeiten, die wir hier und da am Straßenrand erblicken können. So, dann machen wir einmal hier vor. So, und wenn ihr eben, wie gesagt, die andere Hofdatei auswählt, dann holt er sich die Ansagen eben aus diesem Ordner. Es gibt auch nur diese eine Route, sonst würde das auch mit der Linienführung gar nicht so viel Sinn machen. Ich habe mir gedacht, warum gibt es denn keine Rückroute? Ich meine, A, haben wir den Vorteil, dass wir diese Route tatsächlich auch noch nicht gefahren sind. Und B, würde es auch gar keinen Sinn machen, das Ganze in die andere Richtung abzuspielen, weil dann passt das eben nicht mit, guck mal, du fährst gerade hier vorbei und dann links, sondern das ist ja nur eine Richtung gültig. So, einen schönen guten Tag auf jeden Fall mal. Und ja, schauen wir mal die nächste Ansage. Haltestelle Herzallee. Hier beginnt die Linie 100 ihre Fahrt entlang der 19 Haltestellen bis zum Alexanderplatz. Übrigens,
Wusstest du, dass die Linie 100 die erste Buslinie zwischen Ost- und West-Berlin nach der Wiedervereinigung war? Wir fahren nun los unter der Stadtbahnstrecke hindurch und biegen rechts ab über den Parkplatz vom Zoo. Geradeaus befindet sich einer der Eingänge zum Zoo. In Berlin unterscheidet man übrigens zwischen dem Zoologischen Garten in West-Berlin und dem Tiergarten in Ost-Berlin. Hier, im Zoologischen Garten, gibt es übrigens auch die einzigen Panda-Bären Deutschlands. Wir erreichen nun unsere erste Haltestelle am S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten. Dort angekommen, betätige bitte wieder die Haltestellenfortschaltung und warte auf meine Anweisungen. So, genau, so ist das jetzt eben. Und so werden wir uns jetzt hier, denke ich mal, die Zeit über auch uns anhören. Ich muss tatsächlich zugeben, ganz kleines bisschen schummeln muss ich tatsächlich. Und zwar aus folgendem Grund. Der Bus hier würde die Haltestelle sonst wesentlich zu spät losschalten. Das bedeutet, da muss ein bisschen manuell nachgeholfen werden. Das Tier ist natürlich im Bus sinnvoll, wo das Ibis so selbst bedient. Also so ein klassisches Ibis 2 irgendwie aus einem alten, aber ein Doppeldecker wäre hier eine ganz klasse Angelegenheit. Hallo, schönen guten Tag. Genau, ich verkaufe auch erstmal die Fahrkarten hier, bevor wir da jetzt... Guck mal, die Kamera sieht irgendwie kaputt aus, wa? Tageskarte... 24 Minuten Berlin AB, 6:30. Ja, Manni, warte mal. So, zack, zack. Und dann machen wir noch drei. Bitteschön. Gute Fahrt wünsche ich dir. Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Ebenfalls für dich. Das machen wir doch gerne. Aber da 20, 50 und 3. Gute Fahrt. Hallo. Guten Tag. So, hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Das heißt, genau, hierfür ist halt tatsächlich eigentlich eine... ein Bus sinnvoll, wo man das Ganze eben manuell weiterschaltet. Das andere ist ein kleines bisschen spät und ich wollte heute mal für das komplette Erlebnis das auch mal genauso, wie es vorgesehen ist. So, und vorgesehen ist jetzt hier direkt die nächste Haltestelle abzuspielen. Haltestelle S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten. Der Bahnhof zu deiner Rechten wurde am 7. Februar 1882 eröffnet und galt bis zur Inbetriebnahme des neuen Berliner Hauptbahnhofs im Mai 2006 als wichtiger Umsteigepunkt für den Fernverkehr im westlichen Berlin. Heute nutzen rund 100.000 Fahrgäste täglich den Bahnhof als Umsteigepunkt zwischen Eisenbahn, S-Bahn, U-Bahnlinie U2 und U9 sowie zum Bus. Bekannt wurde er vor allem durch die Drogenszene und den Film Die Kinder vom Bahnhof Zoo. Mittlerweile ist es in der Umgebung um den Bahnhof aber laut Medien etwas ruhiger geworden. Wir starten unsere Reise nun und biegen an der Kreuzung nach links ab und halten uns auf dem mittleren Fahrstreifen geradeaus. Wir fahren nun auf den Breitscheidplatz zu mit der Gedächtniskirche. Dort angekommen, betätige bitte wieder die Haltestellenfortschaltung und warte auf meine Anweisungen. Ja, also ich merke schon, man müsste das eigentlich, bevor ich losfahre, machen. Beziehungsweise wenn wir jetzt hier ankommen, damit wir das Ganze so ein kleines bisschen... Ja, ich gucke auf die Seite, das darf ich nicht machen. Sondern damit das hier so ein kleines bisschen besser funktioniert. So, genau, ich müsste jetzt hier direkt, müssen wir das eigentlich hier einmal machen, ne? Dann machen wir das doch einmal. Die Heizung anmachen. Haltestelle Bayreuther Straße. Bis hierhin ist nicht viel passiert. Denn auch in Berlin gibt... Warte mal, das stimmt aber nicht. Ich müsste den hier machen. Haltestelle S und U-Bahn. Nee, das ist ja korrekt. Dann nehmen wir die hier, so. Haltestelle Breitscheidplatz. Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, welche sich nun rechts hinter dir befindet, wurde von 1891 bis 1895 gebaut und im Zweiten Weltkrieg nahezu komplett zerstört. Hallo. Heute prägen einige moderne Gebäudeelemente das Gesamtbild mit der alten Ruine. Am 19. Dezember 2016 fand hier auch der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt statt, bei dem 13 Menschen ums Leben kamen. Rechts vor dir befindet sich das Europa-Center und auf der anderen Seite des Platzes verläuft der berühmte Kurfürstendamm mit seinen zahlreichen Shoppingmöglichkeiten. Ah, rechts von hier, da. Wir fahren nun erstmal geradeaus weiter. Kurz vor der nächsten Kreuzung befindet sich links das Elefantentor, ein Eingangstor zum Zoo. Unmittelbar angrenzend steht das Aquarium des Zoos,
welches als artenreichstes Aquarium der Welt betitelt wird. Immerhin ist es nicht dieses eine Aquarium, was da neulich irgendwie geschrottet wurde, auch wenn das, glaube ich, gar nicht so weit weg ist von unserer Fahrt hier heute. Aber genau. So ist das hier eben und dann werden wir uns eben entsprechend hier noch durchbewegen. So. Genau, finde ich heute ganz gut, dass ich nicht ganz so viel quatschen muss. Euch geht das. Ach so, euch geht das gut. Es ist wohl ganz viel los da hinten. Super. Sonst die hinteren Türen sind in Berlin ja sowieso automatisch. Ergo sollte sich das auch nicht allzu viel ergeben. So einen kleinen Fensterspalt. Der herrsche Fensterspalt muss doch trotzdem irgendwie noch da sein, auch wenn wir jetzt und ein bisschen mehr darauf angewiesen sind, auch was mitzubekommen von nicht nur von dem, was ich quatsche. So, wir sind eigentlich im Zeitplan. Das sieht in Ordnung aus. Ich kann es nicht ganz genau lesen, aber die Farbe ist gut. Es ist weder gelb noch irgendwie rot. Das heißt, eigentlich sind wir ganz gut im Plan hier. So. Genau, dann wollen wir euch beide da immer hier reinlassen. Natürlich ein bisschen Leute aussteigen, ist aber dann noch mehr los, als ich gedacht habe, aber auch nicht schlecht. Ne? So, schon mit Dach einmal eingestiegen hier, ne? Haltestelle Bayreuther Straße. Bis hierhin ist nicht viel passiert, denn auch in Berlin gibt es ein paar unspektakuläre Straßen. Wir fahren immer noch geradeaus und kommen dabei am Hotel Sylter Hof vorbei und erreichen unsere nächste Haltestelle. Dort angekommen, betätige bitte wieder die Haltestellenfortschaltung und warte auf meine Anweisungen. Sylter Hof, keine Ahnung. Ich kann mich schon mal daran erinnern, dass als wir mal in Berlin waren, waren wir in dem Holiday Inn da vorne links irgendwie. Also wahrscheinlich ein paar Kategorien unter dem genannten. Das war irgendwie, es wurde renoviert auf jeden Fall. Das ist nicht mehr der Stand, den wir jetzt hier haben, sondern das ist irgendwie renoviert. Das ist da eins von dem Netto da gewesen, der auf jeden Fall sich immer noch da befindet. So. So. Wunderbar. Dann lasst euch ja mal einsteigen hier, ne? Haltestelle Schillstraße. Nun werden wir an der nächsten Kreuzung nach links abbiegen. Hier treffen wir dann auch wieder auf weitere Buslinien. Eine davon ist die Metrobuslinie M29. Vorbei geht es am Hotel Berliner Hof, ein Stück geradeaus bis zur nächsten Haltestelle Lützowplatz. Dort angekommen, betätige bitte wieder die Haltestellenfortschaltung und warte auf meine Anweisungen. So ist das, genau. Dann fahren wir da einmal links. Das heißt, ich spare mir heute sogar tatsächlich irgendwie hier die, Pfeilchen, auch wenn ich glaube, ich mit der Mischung aus war dann schon mal da. Plus hab das in The Bus schon irgendwie das ein oder andere mal abgefahren. Plus, keine Ahnung, was wäre denn das dritte? Bin die Linie auch schon mal hier im Omsi in die Gegenrichtung gefahren. Ich hoffe einfach mal, dass wir das irgendwie so hinbekommen, ohne Pfeilchen. Ist immer, finde ich, doch ein kleines bisschen Clown ist ein bisschen schöner und vor allem ist ein bisschen so eine Challenge. Aber ich höre einfach, ne, ich höre einfach, was erzählt wird und das ist dann, denke ich, auch vollkommen in Ordnung. Fahrplan sind wir immer noch ganz gut, scheinbar. So, warte mal. Rechts davon dran vorbei und dann hier. Okay, ja, ich verstehe. So, es wäre danach da. Ach, hier steht Hotel Berlin. Okay. Mutmaßlich auch mal eines eher der etwas preisigeren Absteigen. Ja, so, schaffen wir das hier. Genau, kommen wir den Botschaften vor, bin ich mal gespannt, was dann darüber erzählt wird. So, einmal zu euch und dann brauchen wir doch hier. Ja, wobei am Ende hat er wahrscheinlich nicht mehr so viel zu erzählen. Da können wir euch einmal ganz kurz im Zweifel einmal bedienen. Hier einen schönen Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Einmal Kurzstrecke. Ja, siehst du, dass wir die ganzen Fahrscheine da verkauft haben, ne? So, bitteschön. Dankeschön. Eine Kurzstrecke, bitte. Alle Fahrkarten hier, ne?
Ja. Ja, Kurzstrecke. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Eine Tageskarte, bitte. Tageskarte haben wir auch. Wir kriegen noch 20. Nee. Ja. Dankeschön. Ich konnte es nicht lesen, das ist ein bisschen zu klein. So, da kommen wir aber mal hier, ne? Haltestelle Lützowplatz. An dieser Umsteigerhaltestelle verlässt uns die Linie M29 auch schon wieder und biegt rechts ab in Richtung Kreuzberg. Auf der linken Seite befindet sich das Lützow-Carré. Wir fahren nach dem Fahrgastwechsel erst einmal weiter geradeaus. Nach Überqueren der Brücke auf der linken Seite sehen wir das Konrad-Adenauer-Haus, den Hauptsitz der CDU. Im weiteren Verlauf ebenfalls auf der linken Seite sehen wir dann die Botschaft von Mexiko mit ihrer sehr markant schrägen Architektur. Das ist ja schräg. Ja. Nee. Ja, es mit den schlechten Witzen, das lassen wir halt mal irgendwie, glaube ich, ein bisschen besser bleiben. So, wo ist denn dann eine Stele da vorne? Ja, ich hoffe, dass wir dann später im Kreisverkehr irgendwie eine nähere Definition haben, in welcher Ausfahrt wir raus müssen. Ansonsten habe ich, glaube ich, nämlich irgendwo so ein kleines bisschen ein Problem. Schauen wir aber mal, ne? Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Haltestelle Nordische Botschaften Adenauer Stiftung. Angrenzend an dieser Haltestelle haben sich die 5 Botschaften von Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island zu einem Gebäudekomplex vereint. Laut Internet soll die Kantine und öffentliche Kaffeebar einen Besuch wert sein. Ich selber habe da noch keine Erfahrungswerte gesammelt. Mittlerweile dürfte, je nach eingestellter Sichtweite deines Spiels, auch schon die Siegessäule zu sehen sein. Ja, tatsächlich mal zur Abwechslung. Und genau da fahren wir nun drauf zu. Also, immer geradeaus weiter. Die Siegessäule wird von den Berlinern auch Goldelse genannt. Und sie steht im Mittelpunkt des Kreisverkehrs Großer Stern. Die Säule erinnert an die Siege Preußens gegen Dänemark, Frankreich und Österreich zwischen den Jahren 1864 und 1871. Zu Fuß kann man auch eine Aussichtsplattform erklimmen, von der aus man einen tollen 360-Grad-Blick über die Berliner Mitte hat. Wir nehmen gleich übrigens die zweite Ausfahrt. Ja, danke. Gegebenenfalls achte auf die Hilfspfeile. Ja, danke. Das Problem ist, ich stehe immer noch hier. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir dann doch so lange hier stehen. Ich glaube auch nicht. Ja, gut. Warten wir einfach ein klein bisschen. So ist das eben hier, wa? Ist aber schon... Na gut, so kommt eben diese Verspätung, von der immer alle reden, kommt wohl so zustande. Genau. Wie gesagt, so viel zu erzählen kann ich heute, wie gesagt, nicht. Wer so ein bisschen auch noch was über die Map und die Hintergründe dessen erfahren möchte, kann sich gerne mein erstes Video zu der Map anschauen. Ich hoffe, dass ich das am Ende dann in der Endcard verlinke. Meistens denke ich dran. Gut, meistens klingt jetzt ein bisschen eine harte Beschreibung, aber manchmal denke ich dran, das richtige Video zu verlinken. Wenn ich schon im Video irgendein anderes Video erwähne, dann manchmal schaffe ich das. Vor allem, wenn das so just in time aufgenommen ist. Ich meine, das ist jetzt, die Karte ist relativ frisch draußen. Es ist jetzt Sonntagabend, bei euch ist wahrscheinlich Montagmittag. Heißt, es ist vergleichsweise früh. Das ist jetzt keine Folge, die irgendwie besonders lange abhängt, wie so ein, weiß ich nicht, was hängt denn ab, so ein Stück Schinken oder so, sondern das ist eine relativ frische Folge. Auch wenn es natürlich nochmal ein bisschen frischer geht, das ist jetzt natürlich auch alles irgendwie so, ja. Das Ding ist, man kommt irgendwie so komplett raus, also normalerweise, ich meine, wer mich so jetzt privat oder so kennt, der weiß, dass ich nicht so der bin, der immer so viele große Reden schwingt oder sowas. Das ist irgendwie, wenn ich ein Video aufnehme oder sowas, dann legt es so einen Schalter um und ich plapper so einfach drauf los. Das Ding ist, dass ich gar nicht richtig in diesen Modus reinkomme, weil ich halt immer so ein bisschen da rausgerissen werde. Was mal ganz angenehm ist, was aber irgendwie weird ist, wenn man dann jetzt wie hier doch mal ein bisschen länger zu kommentieren hat, als mal irgendwie 20 Sekunden zwischen zwei Stationen, sondern hier hatten wir jetzt nochmal durch die Ampeln wesentlich längere Zeiten. Das sagt auch, glaube ich, hier der Fahrplan. Ja, da sind wir echt gut hinten dran. Können wir aber nichts machen.
Ja, ich finde das mit dem Umschalten tatsächlich echt spannend, dass das so ist und so mittelmäßig funktioniert. So, zweite Ausfahrt, sagst du. Ich folge mal dir, spurentechnisch. Genau, die beiden Rechten gehen direkt hier raus und wir wurden angehalten, die zweite zu nehmen. So, und dann müssen wir wahrscheinlich auch gleich anhalten, wenn da die Haltestelle ist. Boah, das fahre ich wieder Auto. Oh, das hat ihn mir nicht so interessiert. Okay. Ja, und ich muss dann gucken, dass ich hier irgendwie rauskomme. Das hier ist die zweite, sagst du? Okay. Ich will ja mal drauf vertrauen. Ich hab da so ein bisschen meine Bedenken. Bei nee, da ist tatsächlich eine Haltestelle, ne? Ja, dann stimmt das wohl. Naja. Da kann man nichts machen. So. Ach, die Apfelphasen heute mal wieder, ne? So, fahr dir mal bitte da vorne. Ohne Unfall. Wäre ich euch sehr dankbar. So, ach so muss ich. Ne, okay, es ist nach dem Dingens. Also hier lang. Und daran. So. Das ist aber. Ja, ganz gut, Leute hier, ne? Dafür, dass wir eure Verspätung haben, noch relativ überschaubar. So, einen schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Ich brauche eine Busstrecke. Achso, dann kriegen Sie ganz kurz Ihre Fahrkarte. Eine von vielen hier heute. Dankeschön. So. Haltestelle Großer Stern. Den Kreisverkehr hätten wir überlebt. Der Bus hat hoffentlich auch keine Macken davon getragen. Nö, aber ein bisschen Verspätung. Ein Stück weiter vorne auf der linken Seite kommen wir gleich am Eingang zum Bundespräsidialamt vorbei. Und dann erreichen wir schließlich die nächste Haltestelle am Schloss Wilden. Dort angekommen, betätige bitte wieder die Haltestellenfortschaltung und warte auf meine Anweisungen. So, da links sehen wir das doch, ne? Genau. So ein bisschen hatte ich das ja, glaube ich, auch schon dann in meinem Video dazu so ein bisschen erwähnt. Glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht. So, ihr dürft einfach mal einsteigen hier, ne? Hallo, guten Tag. So. Haltestelle Schloss Bellevue. So langsam kommen wir in den Teil der Strecke, den besonders viele Sehenswürdigkeiten prägen. Aktuell sehen wir links von uns das Schloss Bellevue, das den offiziellen Amtssitz des Bundespräsidenten darstellt. Einmal im Jahr stehen die Türen zum Tag der offenen Tür für Besucher offen. Geradeaus geht es über die Lutherbrücke in den Stadtteil Moabit und zum U-Bahnhof Turmstraße an der U9 gelegen. Wir biegen hier nun rechts ab und folgen der Straße durch den Tiergarten. So viel Grün würden Unwissende im Berliner Zentrum nicht erwarten. Der Tiergarten erstreckt sich auf über 2,1 Quadratkilometer. So, und schon wieder haben wir es geschafft, eine ganze Ampelphase damit zuzubringen, hier uns die über eine Minute lange Ansage anzuhören. Super, da freut sich der Fahrplan auf jeden Fall, ne? Ja, soll er machen oder auch nicht. So, warum hier? Sieh, da kommt mir sogar ein Kollege entgegen. Ich glaube, genau, das hieß auch, dass das zusammen mich mit einer Bahnlinie die einzige KI ist, die hier rumfährt, die 100. Und eben auch noch zu dem Stand, dass das ganz sicher mit Doppeldeckern etc. besetzt ist. Also wie von vor ein paar Jahren. Aber nur Infos dazu, sowohl natürlich in der Map-Readme-Beschreibung als auch im letzten Video. Genau hier, das mit diesen coolen einzelnen, so ein bisschen beblüteten Bäumen hat mich echt dazu bewogen, das hier im Frühling zu fahren. Und ich wurde nicht enttäuscht. Das sieht echt fantastisch aus mit den paar Farbklecksen da drin. Und so auf einmal kommt mir diese Omsi-Frühlingsfarbe gar nicht mehr so schlimm kitschig vor. So gut, ne? Dahinter sieht man, wie die dann doch in Original aussieht. So, am Backdrop sieht man das so ein bisschen. Habe ich natürlich nicht übersehen. Ich wollte... Weiß ich auch nicht, ich hab's übersehen. So, wir können ja hier Ansage machen. Haltestelle Haus der Kulturen der Welt. Links Hallo. Von uns befindet sich ein weiteres architektonisches Meisterwerk. Die Kongresshalle mit dem Namen Haus der Kulturen der Welt. Von den Einheimischen aufgrund ihrer Bauform auch Schwangere Auster genannt.
Ein Stück weiter geradeaus auf der linken Seite siehst du einen hohen schwarzen Turm. Dies ist der Carillon, ein Glockenturm mit 68 Glocken. Ah, okay. Dankeschön. Genau, zu viel am Erzählen hier, das kann ja nie sein. Dies können wir so nicht machen. So, da vorne ist aber auch schon der nächste Halt. Und euch lassen wir einmal mit. Ich hätte aber gesagt, wir können eigentlich gleich davor mal hier schon mal während des Einsteigens. Haltestelle Platz der Republik. Hallo. Nun erreichen wir das Regierungsviertel. An der nächsten Kreuzung ist früher mal die Linie M85 in Richtung Hauptbahnhof abgebogen, bevor sie dann später durch den Tiergartentunnel geführt wurde und das gesamte Areal nun unterirdisch quert. Wir fahren entlang des Platzes und sehen schon das Reichstagsgebäude. Viel brauche ich dazu sicherlich nicht zu erwähnen. Ich glaube, das meiste dürfte euch bekannt sein. Aufgrund der vielen Reisebusse und Touristen kann es hier aber immer etwas enger und kuscheliger werden. Dies ist wohl absolut korrekt. Sind doch wahrscheinlich einige Touristen. Wo sind die Haltestelle hier? Sind ein bisschen weiter vorne. So, da kann man auch hier grob nach links lugen hier. Kleines bisschen schauen, aber Gegenrichtungshaltestelle haben wir ja schon. Da vorne sind wir. Okay. Jetzt bin ich aber auch mal gespannt, ob wir dann von hier aus bis zur nächsten Station... Oh, hier sind das viele. Ob wir da ein bisschen mehr Zeitpuffer haben. Weil... Also ein bisschen mehr Ansage, weil das hat dann doch relativ Hallo. Viel... Guten Tag, ich gehe schon mal in den Fahrkartenverkaufsmodus. Hallo. Ich weiß, dass ihr Tickets bitte. Wollt. Genau, Kurzstrecke aber hier. 10, 50, 2, 1, bitteschön. Nächster bitte. Tageskarte. 20, 50, bitteschön. Ah, okay. Ja, dann wollen wir doch mal, ne? Guten Tag. Haltestelle Reichstag Bundestag. Wenn man hier nach rechts abbiegen würde, erreicht man das Brandenburger Tor. Links von uns liegt der Friedrich-Ebert-Platz. Ich hätte gerne Karte für Dieser ist durch die Polizei meist abgesperrt, damit die Touristen den Regierungsbetrieb am Hintereingang zum Reichstag nicht stören. Wir fahren nun schräg links geradeaus, weiter durch die Dorotheenstraße. Diese zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie von zwei Fußgängerbrücken zwischen den Gebäuden überspannt wird. Achtung übrigens, dort gilt nur 30 km/h. Am Ende der Straße, an der Ampel, biegen wir dann rechts ab und halten uns links, um dann an der nächsten Ampel auch schon wieder links abzubiegen, in die Straße unter den Linden. Es geht mir jetzt ein bisschen zu schnell, aber ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss. Ich vertraue da einfach mal meiner in Anführungsstrichen Streckenkenntnis. Dem, von dem ich glaube, dass es so etwas wie eine Streckenkenntnis ist. Genau, das war da zum S&U-Bahnhof Brandenburger Tor. Ich stehe, man kann am, ne, wenn wir jetzt zur Straße rechts abgebogen werden, da kommen wir auf der anderen Seite vom Brandenburger Tor raus. Ich erinnere mir. So ist das wohl. Ach, Gott. Es ist, wenn man nicht so viel erzählen kann, dass das halt, ist wirklich, das ist anders, ne? Also ich, ne, ihr könnt das, wie gesagt, ja auch selber experience, könnt ihr das in eurer eigenen Geschwindigkeit haben und vor allem auch mein komisches Zwischengesabbel hier. Einfach nur die andere Rufdatei auswählen. Ansonsten, genau, gibt es auch keine, auch nochmal vielleicht wichtig, vielleicht nochmal explizit das Ganze zu erwähnen. Es gibt jetzt keine Ansagen, die explizit mitgeliefert wurden, weil die Originalansagen hat natürlich dem Copyright unterliegen. Und deswegen auch nicht mit zum Download angeboten wurden. Gibt natürlich aber auch Möglichkeiten, sich das Ganze dann irgendwie noch so zu integrieren. So, einmal hier. Da stehen wir so, dass wir die Ampel vielleicht noch sehen können. Genau. Wäre vielleicht nicht schlecht. Auch immer, wenn wir ein bisschen hier stehen. Ne? Ich habe das Gefühl, Ampeln sind heute
Ich weiß nicht, ich würde nicht wirklich sagen, mein Freund, weil irgendwie ja nicht, ne? Die sorgen schon so dafür, dass es wieder sich so ein bisschen zieht. Ich wollte da noch was aufnehmen mit vielleicht nicht so ganz große Lücken im Uploadplan entstehen. Was, welcher Uploadplan? Aber hey, so ist es halt, ne? Können wir sich ändern, dafür halten wir es doch da vorne. Ich meine, mit dem Verkehr, mit den Ampeln, das kannst du ja auch im Realitätswirken schon da auch nicht beeinflussen, ey. So. Ich dachte, die ist ein bisschen früher, die Station. Aber gut. Dann fahren wir wohl bis hier. In der anderen Richtung ist er doch, glaube ich, ziemlich genau an der Kreuzung, ne? Haltestelle S- und U-Bahnhof in Brandenburg. Hallo, einmal kurz Strecke bitte. Nun befinden wir uns an einem der wohl wichtigsten Punkte entlang der Strecke der 100. Hinter uns liegt der Pariser Platz und das berühmte Brandenburger Tor. Danke. Davor steht das Hotel Adler. Rechts vor uns befindet sich die Botschaft von Russland. Aktuell ist es in der Realität so, dass der Gehweg davor abgesperrt ist und das Areal bewacht wird, da man Angst vor Konflikten aufgrund des Ukraine-Kriegs hat. Ein Stück weiter links liegt das Otto-Welz-Haus, in dem ebenfalls Büros des Bundestages untergebracht sind. An der Ampelkreuzung stößt von rechts die Linie 200 wieder zu uns. Gegenwärtig ist es in der Realität so, dass es sich hierbei um die Linie 300 handelt. Aber meine Karte basiert auf einer Zeit mit der alten Linienführung der Linie 200 über unter den Linden. Für uns geht es immer weiter geradeaus entlang der Prachtstraße bis zur Haltestelle unter den Linden Friedrichstraße. Dort angekommen, betätige bitte wieder die Haltestellenfortschaltung und warte auf meine Anweisungen. Genauso werden wir das machen. Ich habe mich gerade voll baiten lassen von der sich außer Betrieb befindlichen Haltestelle. Ja, Busspurende. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das mit der Busspur hier eh nicht ganz so wirklich ernst genommen wurde. Aber, also zumindest von den parkenden Autos da hinten. Die haben das irgendwie so ein bisschen, klein wenig aufgeweicht, ne? Das ist nochmal gut was los da vorne. Ja, dann warten wir mal ganz kurz mit der Ansage, weil irgendwie sind die Leute so, ich meine, die quatschen dann ganz gerne und so viel, da bekommt man da nicht mehr so viel davon mit. Das finde ich ein klein wenig schade. So, dürfen wir dann mal. Sonst finde ich das nämlich auch noch schade, dass die noch mehr Anlass dazu bekommen, sich bei uns zu beschweren. Nee? Okay. Gut. Ah, ich warte, ne? Ich hab ja Zeit, ne? Ist ja nur, dass ich... Na gut, okay. Ja, kann man sich nichts dran ändern. Bist du überhaupt auf? Ja, ich musste mal ganz kurz darüber lugen auf das andere Ende der Welt gefühlt, ins andere Ende des zweiten Bildschirms. So, und ihr wollt jetzt hier mit, sagst du, wa? Ihr seid einige. So. Wenn ihr nicht so viele Fahrkarten wollen würden, ne? Dann hallo. Einen normalen Fahrschein. Würde das ein klein wenig schneller funktionieren. Danke. Bitte schön. Schönen guten Tag. Sind ja viel zu spät gekommen. Einmal hallo. Nochmal, bitte. Ja, das ist, weil ihr so viele Fahrkarten kauft. Das ist einfach hallo. Zurückschuten. Hallo. Hallo. Einmal eine Kurzstrecke. Die Christ hatte, hast du das, die kleine Mani? Nee, okay. Danke. Bitte. So. Haltestelle unter den Linden Friedrichstraße. Hier kreuzt die Friedrichstraße. Diese wurde besonders durch den Bahnhof als Grenzpunkt zwischen Ost- und West-Berlin bekannt. Wir befinden uns hier im Shopping-Mittelpunkt von Berlin. Unter uns kreuzt die U-Bahn-Linie U6. Mittlerweile hat sie an dieser Kreuzung auch einen Knotenpunkt mit der verlängerten Linie U5. Dafür wurde der nur wenige hundert Meter weit entfernte Bahnhof Französische Straße geschlossen. In dieser Map ist das allerdings nicht dargestellt. Ja, die Frage ist, was hier vorne überhaupt noch dargestellt ist, wenn Omsi dann mal irgendwie fertig lädt. Ich
Boah, können wir vorstellen, dass das vielleicht der KI-Zug ist, der da fährt? Ich glaube, der ist ein bisschen schmerzhaft. Also, alles, was so KI und ein klein wenig komplexer ist, das ist meistens keine gute Idee. Ja, ich würde da mal ganz bisschen warten. Ansonsten hätte ich einfach gesagt, wir verabschieden uns. Auf gleich. Huch, Hilfe. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Ich habe mal kurz das Logfile geschaut. Huch. er hat tatsächlich weitergeladen. Das hat einfach nur eine Weile lang gebraucht, weil er Tatsache, wie ich den Logfile entnommen habe, einfach die KI-Straßenbahn geladen hat. Die Frage ist, ob er das erfolgreich getan hat oder nicht. Das wird sich für uns, glaube ich, gleich noch darstellen. Bin aber mal gespannt. Das heißt, abgestürzt ist das nicht. Das ist ausschließlich jetzt ein klein bisschen länger gewesen. Okay, hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Haltestelle Staatsoper. Bitte. Entlang des Boulevards unter den Linden reiht sich ein bedeutendes Bauwerk an das nächste. Wir sind gerade an einer Statue vorbeigefahren. Das ist das Reiterstandbild von König Friedrich dem Großen mit 13,5 Metern Höhe. Es gehört zu den bedeutendsten Denkmälern des 19. Jahrhunderts. Solange wir an der Haltestelle stehen, erzähle ich dir kurz, was um dich herum alles zu sehen ist. Ups, sorry. Da hätten wir zum einen die Humboldt-Universität, den Bebelplatz, die Hedwig-Kathedrale mit ihrer runden grünen Kuppel, die neue Wache und das Zeughaus. Dieser Abschnitt hat mich auch einiges an Zeit gekostet, da jedes Bauwerk für sich einzigartig ist. Fahren wir nun weiter und überqueren die Schlossbrücke. Die Schlossbrücke gehört mit ihren weißen Marmorfiguren zu den bedeutendsten Brücken in Berlin. So ist es wohl. Da vorne lädt dann auch schon der Turm. So. Da ran hier wieder einiges an Fahrgästen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber haben wir wohl wieder viele. Ja, Gott. Hallo, guten hallo, Tag. Bitte. Ich mich jetzt irgendwie vertippt, kann das sein? Ne, ich glaube nicht. Na, ja, gucken wir mal. Kurz Strategie hier. 10 und 50. Einen schönen guten Tag, danke. Gerne eine Tageskarte. Machen wir. Und 20. Danke. Hallo. So. Ihnen kriege ich meinen Termin. Hallo. Nicht mehr. Haltestelle, eine Lustgarten. Fahrkarte, bitte. Wir befinden uns nun am Lustgarten. Auf der rechten Seite befindet sich das Stadtschloss. Das ursprüngliche Schloss wurde 1950 abgerissen und durch den Palast der Republik als Sitz der DDR-Regierung ersetzt. Nach der Wiedervereinigung wurde auch dieses Gebäude abgerissen und schließlich vor kurzem durch eine Rekonstruktion des alten Stadtschlosses ersetzt. Auf der linken Seite befindet sich der Berliner Dom. Dieser ist mit seiner Architektur ein Muss für jeden Kirchenfan. Unter ihm befindet sich die Hohenzollerngruft. Diese dient als Grabstätte für 94 Mitglieder des Hauses der Hohenzollern und gehört damit zu den bedeutendsten monarchischen Grabstätten der Welt. Fahre nun bitte weiter geradeaus und betätige schon mal die nächste Ansage. Haltestelle Spandauer Straße, Marienkirche. Wir queren nun eine weitere Brücke. Links unterhalb des Kais befindet sich das DDR-Museum, welches sehr empfehlenswert ist. Ein Museum, das vor allem auch durchs Mitmachen und Anfassen Spaß macht. Im Gebäude auf der linken Seite befindet sich das Sea Life Berlin mit dem Aquadome. Leider platzte das Aquarium am 16. Dezember 2022. Dennoch möchte ich euch die Daten in diesem Tutorial nicht vorenthalten. Der Aquadom war ein riesiges Aquarium mit 16 Metern Höhe, 11,5 Metern Durchmesser und 1 Million Liter Wasser. 1500 Fische schwammen dort durchs Wasser und konnten von einem Aufzug aus beobachtet werden, der mitten durch den Glaszylinder fuhr. Auf der rechten Seite hinter den Bäumen sieht man den Turm des Roten Rathauses. Das Rote Rathaus ist der Regierungssitz des Berliner Bürgermeisters.
Rechts vor uns befindet sich die Marienkirche. Eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert, welche immer wieder zerstört wurde. Im Inneren der Kirche befindet sich ein Gemälde mit dem Titel Totentanz. Eines der wichtigsten Denkmäler Berlins. Für uns geht es nun weiter geradeaus in Richtung Endpunkt. Ah, es ist Rote Rathaus. Haltestelle. Ja, ja, nee, stopp, nichts mehr. Gut. Jetzt gucken wir mal, ob ich gleich hier schon abspielen muss oder erst ab das nächste Mal. Ich hätte das jetzt gleich mal ehrlich gesagt gemacht. Wenn wir jetzt hier losfahren, hätte ich schon mal gleich den letzten halt gemacht. Ich habe jetzt am Ende nicht mehr ganz gewusst, wann ich jetzt weiter schalten muss, aber das kriegen wir ja hoffentlich irgendwie. Bitteschön, wa? Eine Fahrkarte, bitte. Ja, für die eine Haltestelle. Ist das Ihr Ernst? Bitteschön, so. Endhaltestelle S- und U-Bahnhof Alexanderplatz, Memhardtstraße. Wir haben nun unsere letzte Haltestelle erreicht. Wir werden sie gleich erreicht haben. Im Osten der Stadt bildet der Alexanderplatz einen bedeutenden Umsteigepunkt zwischen sämtlichen Verkehrsmitteln. Rechts vor uns befindet sich das Park-In-Hotel. Dort kann man unter anderem House-Running buchen. Das heißt, man läuft gesichert an einem Seil senkrecht die Fassade herunter. Wer es etwas ruhiger mag und einfach nur die Aussicht genießen möchte, der kann in der Rooftop-Bar des Park-In-Hotels die grandiose Aussicht bei einem kalten Getränk erleben. Diese Aussichtsplattform ist wesentlich günstiger und hat weniger Wartezeit als vergleichbare Locations. Immer noch ein Geheimtipp in Berlin. Zu guter Letzt müssen wir uns natürlich auch noch dem Prunkstück der Karte widmen. Hinter uns erstreckt sich der Berliner Fernsehturm mit 368 Metern in die Höhe. Das Objekt auf der Karte hat tatsächlich auch diese Originalmaße. Eigentlich sieht man ihn von überall in der Stadt, aber bei OMSI ist es mit der machbaren Sichtweite natürlich etwas anders. Wir ordnen uns mit unserem Bus nun nach ganz links ein und machen eine Wendefahrt um die Straßenbahnhaltestelle herum. Anschließend stellen wir uns auf der Busspur an der zweiten Position und warten unsere Wendezeit bis zur Rückfahrt ab. Ich hoffe, dass dir diese ungewöhnliche Art der Einweisung gefallen hat und ich dir die Linie 100 etwas näher bringen konnte. Nun wünsche ich dir allzeit gute und sichere Fahrt auf Berlins berühmter Linie 100. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche beste Grüße, dein Busfahrer 1991. Danke auch, das kann ich nur so zurückgeben. Ja, ich würde das gerne auch schon abmoderieren. Ich würde das gerade so schön. Würde gerade auch schön damit einsteigen und sagen: Ja, und natürlich auch vielen Dank bei euch fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Ja, die Ampel so, nee. Das Ding ist, jetzt habe ich gefühlt 5 Minuten auf das Laden dieser einen Straßenbahn gewartet. Kann ich jetzt bitte auch eine sehen? Also kannst du mir jetzt bitte auch eine Straßenbahn zeigen, um sie? Nicht? Okay. Naja. Gut. Also von hier aus kennen wir das ja schon. Aus dem. So. Letzten Teil. Also aus dem. Ne, hier aus der Seitenstraße rausgestartet. So, hat es gesagt, wir müssen nach hier. Das heißt, wir stellen uns hier an die zweite. Zweite oder zweithinterste? Ich bin da mal ganz frech und halt einfach hier. So, Dankeschön. Hat auf jeden Fall. Verstanden. So, welche Wendezeit? Wir müssten theoretisch direkt weiter. Das ist aber nichts mehr für heute. Ich kenne Tatra hier noch. Und sie gönnt aber auch einem gar nichts, ne? Jetzt erwartet man 3 Jahre und... ach guck mal, jetzt ist die Performance besser. Scheinbar ist sie irgendwie entladen. Guck mal, auf einmal läuft das auf einmal wesentlich besser. Zufall? Ich denke nicht. Naja. Was aber auch kein Zufall ist, dass die Folge jetzt vorbei ist. Ich sag vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Vielen lieben Dank natürlich auch für diese coole Karte. Ihr könnt jetzt wie gesagt auch
Spielen gibt es in der Webdisk zum Download. Wünsche ich euch sehr viel Spaß mit dabei. Ansonsten natürlich noch hier viel Spaß mit dem ersten Video zur Map. Und macht's gut. Tschüss.